So, letzte Spielminute im ersten Drittel. Lausanne kommt gefährlich, zu gefährlich, aber der Merzli gewinnt mit Marisa safe. Guten Morgen und willkommen zu Spiel Nummer 3 der Playoff Finals. Solltest du dich jetzt gerade fragen, was bereits Spiel Nummer 3? Wo ist Spiel Nummer 2? Ja, das Video ist bereits am letzten Freitag erschienen. Ich verlinke es natürlich sehr gerne hier oben von mir. Kommen wir aber wieder zurück zu Spiel Nummer 3. Und wenn du dir jetzt denkst, wow, geil, hey, Spiel Nummer 3, ich kann es kaum können erwarten und endlich ist es da, dann zeig mir doch das mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und wenn du möchtest, dann natürlich noch Spiel Nummer 4. Und 5, weil 5 Spiele gibt es ja mindestens, nicht möchtest verpassen, unbedingt meinen Channel noch kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass bei Spiel Nummer 3. Los geht's! Und da sind wir am Bulli-Kreis mit unserem Starspieler am Wang. Ja, und er ist da wieder am Umhypern. Aber scheißegal, wir werden jetzt uns da konzentrieren. Und der Match Nummer 3 für uns entscheiden. Und natürlich haben wir heute auch wieder der Merzlikens im Goal, wo da die Scheibe gerade festheben da zum Glück. Denn er hat ja im Match Nummer 2 brutal gekippt und somit haben wir den Match können gewinnen und auch da die nächste Parade von ihm. Aber wir brauchen keine Szene vor unserem Goal, sondern wir brauchen Szenen vor dem gegnerischen Goal. Und da kommt die erste Szene, wo leider ein Schuss in den Fanghändchen von Stefan war. Achtung, Achtung. Ganz gefährlich. Schön aufgehalten. So, jetzt mal von ganz... Nein, Scheiße, nicht von ganz hinten. Pass kommt nicht durch. Jetzt haben wir aber Chiba. Und jetzt von ganz hinten unseren Angriff. Scheroni. Wartet, Pass kommt. Abpraller kriegen wir aber nicht. Ja, wir sind hinter dem eigenen Goal. Und jetzt führe ich. So, wenn man es kennt, wenn man es sollte auch machen. Und wir das jetzt auch noch machen. Kommen hier durch, Pass kommt hinter ihn, zack, Schuss, und der war scheiße. So, letzte Spielminute im ersten Drittel. Lausanne kommt gefährlich, zu gefährlich, aber der Merzli gewinnt mit Marisa safe. 0-0 nach dem ersten Drittel. Da lässt sich einiges noch verbessern, besonders im Spiel gegen Fürri. Und da müssen wir schon einiges noch besser machen. Oh, ohoho. Ich bin eigentlich hier am Reden, aber wir haben hier das Glück und leider wieder ein Safe. Ich sollte echt anfangen, mich mehr konzentrieren und weniger sinnloses Zeug zu labern. Sehr schöner Check hier. Es macht mir halt einfach zu viel Spass, sinnloses Zeug zu labern. Aber das Goal kassieren, das würde mir keinen Spass machen. Darum müssen wir Chiba holen. Gemeinsam. Wo ist sie? Jetzt haben wir sie. Jawohl. Und noch mehr Spass würden wir es machen, wenn wir könnten ein Goal erzielen. Nein, der Goal pariert. Jawohl, jetzt. Nein, das geht's nicht, der pariert schon wieder. Powerplay für Lausanne, das heisst, jetzt müssen wir eine heikle Phase überstehen. Und wir werden die auch überstehen. Wir werden... Nein, nochmal eine Strafe gegen uns. 5 gegen 3, hey, scheiße. Oh mein Gott, er verzeugt zum Glück. Und jetzt ist sie aber drin, Chiba. Da konnte ich nichts mehr können machen. Lausanne geht mit 1-0 in Führung. Scheiße, Mann. So, aber jetzt haben wir wenigstens das zweite Unterzahlspiel überstanden. Und greifen an. Komm, noch schnell einen Schuss, aber der Schuss ist scheiße, Mann. Ey. Ein Tor in Rückstand, letztes Drittel, Bulli wird gewonnen, perfekt. Führung an. Aha, ja, und komm, nein, schade. Kein zweites Goal kassiert, das wäre nicht gut. Und Merzlikens weiss es auch, darum hebt er die Scheibe fest. Aber sie ist drin. Was für ein Angriff mit der Konzentration, die wir gebraucht haben. Ist der Erfolg da 1-1, yes! So ein wichtiges Goal vom Inti Pestoni und jetzt der nächste wichtige Angriff von uns, der zum nächsten Goal führt. Jawohl, es führt tatsächlich zum 2-1. Meine Güte, Match ist gedreht worden innerhalb von wenigen Sekunden, yes! Und wer anders als der Inter Pestoni hätte das zweite Goal können schiessen? Genau, niemand. Und aus dem Grund hat auch er das geschossen und aus dem Grund habe ich das hier auch vergeigt. Die Zeit läuft aktuell für uns, außer jetzt würde Lausanne. Nein, nicht würde Lausanne. Lausanne macht tatsächlich den Ausgleich. In der Zeit läuft schön für uns. Weil wenn sie kein Goal machen, dann nehmen sie den Goal aus. Aber natürlich müssen sie das Goal machen, ist doch klar. Ey. Mann, nein.
Die letzten 30 Sekunden brechen jetzt an, beziehungsweise sind jetzt da. Und wir haben Scheiben, jawohl. Und wir müssen angreifen. Rechts übrig, jawohl. Komm schon, Wang. Komm schon, Wang. Gib den Pass. Nein, der andere Kunde dazwischen, das wir. Nein. Oh, danke schön, Mats Likins. 3,1 Sekunden langen, wenn wir das Bulli gewonnen hätten. Aber wir haben es leider verloren. Da ist sie rein und somit geht es ab in die Verlängerung. Und wir haben leider schlechte Erinnerungen an Verlängerung gegen Lausanne. Hoffentlich werden wir jetzt das können ändern, die schlechte Erinnerung, und eine positive Erinnerung daraus machen. Aber der Scheibenverlust von vorher, der war nicht so positiv gewesen. Aber der Check war wieder positiv gewesen, aber jetzt schon wieder Scheibenverlust. Oh, jetzt haben wir sie wieder. Es geht hier hin und her. Und jetzt führe ich Meier. Mit dem Querpass und da kommt das Goal. Jawohl, Verlängerung ist vorbei. Wir können sie für uns entscheiden. Jawohl, Match Nummer 3 geht mit 3:2 für uns. Zu unseren Gunsten zu Ende. Und somit führen wir in der Serie mit 2:1. Was für eine hammergeile Kiste hier vom Wang, unserem Starspieler, in der Verlängerung zum 3:2-Sieg. Und somit führen wir tatsächlich in der Serie mit 2:1. Und da ja aktuell nur ein Match pro Video kommt, nicht vergessen, das nächste Video kommt auch in dieser Woche. Und zwar am Freitag, 16:30 Uhr, gibt es den Match Nummer 4. Somit war es das für heute. Wenn dir das Ganze gefallen hat und denkst einfach, wow, geiles Video wieder einmal von dir, Jörg, dann zeig mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video und für weiteren Support unbedingt noch kommentieren für den Algorithmus. Jetzt jedoch bin ich trotzdem draußen. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!